Treppe, bin ein sehr beherztes Rennen gelaufen. Ja, ich habe halt heute ein bisschen ehrlich arbeiten lassen. Die Strecke war sehr schwierig, weil durch den Schneefall und durch den Neuschnee war es natürlich sehr langsam zum Laufen, aber ich habe mich wohl gefühlt, ich habe einen guten Zug auf den Ski gebracht. Und ja, am Ende hat mir halt der Erik abgezockt, aber das, er ist sehr stark drauf, aber ich werde schauen jetzt, und dass ich mich für morgen wieder gut vorbereite und dann auf die 15 Kilometer krachen lasse. Der Erik ist bekannt als sehr guter Sprinter. Gab es halt irgendwann das Gefühl, wo du geglaubt hast, das könnte sich vielleicht doch ausgehen für deinen ersten Weltcup-Erfolg in Seefeld? Du hast ja bei der Universiade schon gewonnen, aber im Weltcup hat es öfters jetzt fürs Podest gereicht, noch nie für die Position Nummer 1. Gab es halt irgendwann mal den Gedanken, wo du dir gedacht hast, das könnte sich ausgehen? Ja, definitiv. Wenn wir da zu zweit machen waren und in die Abfahrt gegangen sind, da habe ich mir nachher gedacht, okay, gut durchschnaufen. Ich kann das Ding halt machen. Letzter Anstieg habe ich gewusst, kann ich sehr stark sein. Und natürlich hat mir der Erik dann ein bisschen zugemacht. Das, natürlich ist er sehr clever gelaufen und hat dann eben noch einen richtig einen guten Schwung mitgebracht. Und mir ist dann hinten aus ein bisschen das Gas rausgegangen im steilen Stieg. Und wo ich gestern jetzt eine sehr gute Attacke gekriegt habe, habe ich halt heute, haben wir heute ein bisschen die Körnung gekriegt. Und der Erik hat aber eine brutale Frequenz dann zum Schluss gehabt. Also da war er mir dann schon gut stehen lassen. Ja. Nordic Combat Triple. Drei Tage, drei Rennen, mehrere Sprünge. Wenn wir uns momentan die Differenz anschauen, zum Beispiel Markus Moen als 12. hat einen Rückstand von 31,8 Sekunden. Würdest du sagen, da ist morgen wirklich mehr oder weniger für alle Favoriten, für die Coxlane, Riesle, Spitzex, vor allem für dich, Gruber, Klapfer, auch noch alles möglich? Ja, definitiv. Ich denke, morgen mit den zwei Sprüngen können wir uns wieder eine gute Ausgangsposition verschaffen und 15 Kilometer taugt uns eigentlich auch alle. Ist eine gute Distanz für mich auch persönlich, weil es war auch immer so, dass ich nachher zum Schluss aussehe, noch stärker geworden bin. Und es gibt mir Selbstvertrauen für morgen und ich werde mich optimal vorbereiten und kann morgen kochen lassen. Bernie, ja, letzte Frage. Du hast es angesprochen, dass der Erik arbeiten hat müssen. Da gab es auch mal diese Szene, wo der Erik wollte, dass ihr nach vorgeht. Sind da irgendwelche Wörter danach gefallen oder war es da sofort klar, dass der Erik wieder Gas gibt? Nein, es war dann. Natürlich hat der Erik gemeint, dass wir mal nach vorne gehen sollen, weil wir nur hinten drin biegt sein, aber wir haben gewusst, der Erik, der hat, ist ein sehr starker Läufer und wir müssen dann eigentlich uns eher nach vorne orientieren und somit haben wir eben, haben wir uns darauf geeinigt, dass er vorne bleibt und der Willi und ich eben hinter ihm und er hat uns dann eben Stieg ein bisschen das Leben schwer gemacht. Jetzt echt eine letzte Frage, taktisch gesehen, würdest du dir heute ein 1 geben? Ja, definitiv. Vielleicht ein 1 minus. Letzter Stieg auch vielleicht da noch ein bisschen oder vielleicht ein bisschen früher auszuarbeiten noch und also 1 plus gewesen. Gibt es vielleicht noch irgendwelche Fragen oder any questions? Bernie, für morgen volle Attacke, so für den Gesamtsieg, was rechnest du denn so aus jetzt nach dieser tollen Leistung? Ausrechnen, ich möchte gerne so morgen wieder auf die Wettkampfstätten herkommen, dass ich weiß, okay, bin von mir selbst überzeugt, möchte zwei gute Sprünge machen und dann ein gutes Langlaufrennen. Und dann werden wir sehen, was rauskommt. Ich möchte einfach meinen guten Job machen, einen Spaß haben, weil es war heute wieder lässig, die Atmosphäre, es ist einfach unglaublich da, das ist richtig cool, muss ja auch mal gesagt werden. Und da werde ich auf morgen mich gut vorbereiten und dann meine bestmögliche Leistung abrufen. Und ja, Prognosen mag ich noch nicht machen, sondern einfach gescheit da noch und glaube ich, schaut aber was Gescheites aus. Angesprochen, scheinbar unschlagbar hier. Sprechen wir jetzt gar nicht mal über den Sieg, sondern sprechen wir mal kurz über die Geschichte heute während dem Rennen. Du musstest extrem viel Führungsarbeit leisten, hast dann auch immer wieder das Zeichen gegeben an die Grobers und Co. zum Überholen. Wie war das Rennen für dich heute selber? Ja, also von dem her muss ich einfach sagen, es war natürlich ein sehr anspruchsvolles Rennen. Meine Ausgangssituation war nicht so optimal, wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte nach dem Springen, aber ich habe gewusst, okay, so viele Leute um mich drumherum können doch auch hilfreich sein und von dem her habe ich versucht, einfach mein Rennen zu laufen und zwischendrin, also wir haben relativ schnell dann aufgeschlossen, dann war dann relativ schnell eine große Gruppe
Und am Ende der zweiten Runde hätte ich mir eigentlich schon gehofft, mal hier und da wieder ein bisschen Unterstützung zu bekommen, aber das war leider nicht der Fall. Von dem her denke ich, war das dahingehend ein bisschen schade. Ich wollte dann einfach schauen, dass gerade die hinter uns, die nächste Gruppe, da nicht weiter rankommt, und habe dann gesagt, okay, los, dann versuchst du es halt weiter. Solange du wieder durchhältst, fühlt sich momentan sehr gut. Und zum Glück ist es auch bis zum Schluss so geblieben. Also ich habe mich wirklich heute über das ganze Rennen wirklich sehr stark gefühlt. Wir hatten sehr gutes Material, was von Anfang bis Ende des Rennens 1A lief. Also haben unsere Jungs wirklich wieder sehr gute Arbeit geleistet. Und von dem her hat es alles ein bisschen ineinander gespielt, dass halt wirklich so ein tolles Rennen für mich rausgesprungen ist. Wenn wir uns hier die Liste anschauen, was sagst du, ist es schon entschieden oder alles andere? Also es ist definitiv spannender wie im letzten Jahr. Ja, also ich denke, man hat allein heute gesehen, wie schnell das gehen kann, dass der Vorsprung, den man sich erarbeitet hat, wieder weg sein kann. Ich hatte gestern auch diese 18 Sekunden vor den nächsten stärkeren Läufern wirklich Vorsprung, und heute war ich auf einmal wieder eine Minute hinten. Also von dem her ist es wieder sehr spannend, es kann viel passieren morgen, es sind sogar zwei Sprünge und auch ein 15 Kilometer Lauf. Also ich denke, es wird spannender als letztes Jahr, und mich würde es natürlich freuen, wenn ich mich wieder durchsetzen könnte. Inwieweit freut dich momentan der Schweizer Franken? Ja, also bei sowas denke ich eigentlich gar nicht an den Rennen. Das ist alles für mich Zugabe. Ich habe einfach Spaß an meinem Rennen. Weiß, dass ich, was ich momentan leisten kann, macht es einfach Spaß, den Sport zu betreiben, und das ist für mich das schönere Gefühl. Dann sagen wir danke, alles Gute. Gibt es vielleicht noch irgendeine Frage von Ihnen? Ja, wie wichtig ist dir jetzt das Gelb-Trikot? Ja, also ist natürlich wieder ein sehr tolles Gefühl, jetzt wieder ein Gelb-Schlüppen-Fan zu dürfen. Ich denke, es war jetzt lange Zeit weiterhin in deutscher Hand, was von daher schon mal doch auch für unsere Mannschaft positiv war. Aber mich freut es natürlich sehr, dass ich heute meine Leistung sich wieder ausgezahlt habe und ich das jetzt wieder übernehmen konnte. Das gibt natürlich nochmal Selbstbewusstsein zu wissen, okay, die Kurve, die passt doch, und gibt einfach wieder Selbstbewusstsein, und man weiß, okay, man war jetzt in den letzten Wochen einfach wieder der stärkste Kombinierer. Und war ein gewisser Wut im Bauch bei deinem Start zum Langlauf, nachdem du ja mit den schlechtesten Bedingungen abgelassen worden bist? Ja, also ich sage jetzt nicht gut, sowas passiert immer wieder. Ich denke, da kann niemand groß was dafür, das ist einfach so. Wir sind einfach eine Autosportart, aber sicherlich ärgert man sich innerlich ein bisschen, dass es natürlich nicht so optimal war. Und das war sicherlich auch so ein bisschen ausschlaggebend zu sagen, okay, man geht vielleicht ein bisschen engagierter in das Rennen, als was ich normalerweise getan hätte. Und das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Danke dir, Erik. Schönen Abend. Sehen wir uns beim Nordic Clash in der Stadt? Ja, ich denke schon. Sehr schön. Alles Gute. Toi, toi, toi. Erst war ich jetzt im Lauf. Da musste man irgendwie relativ schnell ins Ziel laufen. Das war schon stressig. Vor dem Springen, das war eigentlich nicht so stressig. Und nach dem Laufen, da ist hier, sagen wir uns, da kommen alle möglichen Leute und wollen das mit einem Gummikontrolle ersehen. Pressekonferenz, das ist mitunter ein bisschen stressig. Wobei, ja, schöner Stress, oder? Schön wieder zurück zu sein am Podest. Heuer war, glaube ich, bisher der vierte Platz das beste Resultat. Haben dir heute die Verhältnisse beim Sprung vielleicht auch in die Hände, in die Karten gespielt? Ja, vielleicht ein bisschen. Also der Wind, der braucht mir immer ein bisschen Unterstützung. Da hatte ich sicherlich nicht den schlechtesten, das ist schon mal ganz gut gewesen. Und dann, ja, wenn es schneit, dann fühle ich mich im Prinzip auch wohl. Wir waren hier zwischen Silvester und Neujahr und haben das geübt. Da hat es hier nämlich richtig doll geschneit, und wir sind gesprungen auf der 70er hier und auf der 90er. Und ja, da lief es schon richtig gut bei mir und sprung eh gern nach Seefeld, die Schanze blickt. Ja, und heute der Sprung, der war richtig, richtig fein. Das hat sich sehr gut angefühlt. Du warst richtig emotional dann im Auslauf. Allerdings hattest du natürlich schon eine schwierige Aufgabe, weil du warst ein wenig auf der Schneepflug. Ja, aber das, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Schneepflug war. So, der hat es dann auch nicht geschneit mehr beim Rennen. Und die Piste war richtig gut präpariert. Das
hat da sicherlich keine Rolle gespielt. Trotzdem, das stimmt, das ist ein bisschen was anderes für mich, von vorne wegzulaufen. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Ja, aber ich habe versucht, das Richtige zu tun und mir Kräfte aufzuheben für den Endsport. Das habe ich gemacht. Ich bin froh, dass es noch für die ersten drei gereicht hat. Auch wenn ich jetzt heute körperlich mich nicht so besonders gut gefühlt habe. Also steckt vielleicht ein kleiner Virus in mir, ein kleiner Infekt. Hoffe, dass das vielleicht morgen sich nicht so krass auswirkt auf morgen. Aber heute habe ich schon gemerkt, ich war etwas geschwächt im Laufen. Mit einem Virus am dritten Platz zu belegen bei der Dichte, großartig, alles Gute, bleibt gesund. Aber letzte Frage noch, und zwar, ihr seid mannschaftlich so stark, die deutsche Mannschaft. Wie schaut es da aus vor einem Langlaufrennen? Wie wird da die Taktik ausgegeben? Bekommen da die anderen auch mit, was zum Beispiel der Trainer zu dir sagt? Oder ist das eher immer im Geheimen pro Person gehalten? Ja, das ist mal so, je nachdem, wie wir auch zusammen sind noch in der Kabine. Heute, wenn es zwischen Springen und Laufen relativ eng ist, dann geht halt jeder seinen Einlauf nach und dann kommt der Trainer nochmal auf der Strecke auf einen zu. Und dann weiß vielleicht nicht jeder vom anderen, was er für eine Taktik hat. Aber es ist nicht so, dass da jetzt jeder, dass das geheim gehalten wird voreinander. Im Prinzip wussten die Jungs, wie ich taktisch eingestellt wurde und ich wusste, wie die Taktik hinten ist. Ja. Wie wurdest du taktisch eingestellt heute? Ja, ökonomisch zu laufen, Kraft zu sparen, falls es zu einem Zusammenschluss kommt. Hätte auch sein können, dass nicht nur der Eric und der Bernie kommen, sondern dass da noch mehr sind. Deswegen war es wichtig, sich da noch ein paar Körner für den Endspurt aufzuheben. Ja, das habe ich gemacht. Vielleicht wäre es, also im Optimalfall, wäre es so gewesen, dass ich den Vorsprung vielleicht rette. Das habe ich nicht ganz geschafft, aber ja, wie es am Ende geworden ist, so war auch meine Taktik. Letztes Jahr, am zweiten Tag, konnte man schon fast sagen, Eric Frenzel ist durch. Heute kann man das wahrscheinlich nicht. Wenn du jetzt diese Liste vor dir hast, wem hast du alle noch auf der Rechnung für morgen? Ja, der Fabian Wieser hat einen Riesensprung gemacht heute, von weit hinten nach weit vorne. Also der ist ganz heiß, ganz heißer Kandidat. Ansonsten ist es so, dass morgen gerade zwei Sprünge sind. Und zwar 15 Kilometer hören sich erstmal sehr lauflastig an. Sind sie auch, aber es sind eben auch zwei Sprünge. Und wenn man es runterbricht, werden es dann eben pro Sprung 7,5 Kilometer. Das heißt, dass die guten Springer eigentlich auch noch nicht ganz weg vom Fenster sind. Akito vor allen Dingen sich ansonsten die üblichen Verdächtigen. Oxlin, Riesler, Bicek natürlich auch. Ja, auch der Magnus Mohn. Eine halbe Minute ist so viel nicht. Ja.